Eingehäufter Teelöffel Mehl. Das bindet die Soße. Und dann schön mutig sein. Eingehäufter Teelöffel Senf. Das passt schon. Diese fertig gekaufte Hühnerbrühe kann man nehmen, wenn man gerade keine eigene hat. Es kann auch ein Brühwürfel und Wasser sein. Das sind ca. 300 Milliliter. Ich rühre alles durch. Sieht ein bisschen wässrig aus, aber das wird das Mehl schon richten. Und wir haben eine schön cremige Soße. Das wird absolut göttlich. Ich reduziere die Hitze, es hat nämlich keine Eile. Damit bin ich sehr zufrieden. Ein kleiner Trick. Fertig gekaufter Blätterteig. Sie meinen, es wäre geschummelt, wenn der Chefkoch fertigen Blätterteig verwendet? Wenn Sie genug Zeit haben, um Blätterteig selbst herzustellen, mit all den verschiedenen Lagen, dann führen Sie ein herrliches Leben und haben offenbar sonst nicht genug zu tun. Ich weiß, wie man Blätterteig herstellt. Ich würde das aber zu Hause nie machen, dafür ist das Leben zu kurz. Also, kaufen Sie ihn im Laden. Am besten den mit Butter. Der Hersteller macht es einem leicht, weil der Teig auf einer Folie aufgerollt ist. Ich nehme jetzt ein bisschen Mehl und streue es von oben auf das Brett. Darauf lege ich dann den Teig. So ein Teigdeckel sollte immer etwas größer sein als die Auflaufform. Die Größe stimmt ungefähr, aber ich möchte ihn breiter machen.